Hi Lutschergen, ich darf euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge wie Rising begrüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir uns eventuell dem Krieg stellen. Dem Krieg höchstpersönlich. Der Wahnsinn, oder? So, jetzt schauen wir mal, was wir von der neuen Rüstung schon bauen können. Alles werden wir nicht hinkriegen, nee. Hinkriegen, ihr versteht, ne? Ja, gut. Weißt du was, dann bauen wir sie einfach noch nicht. Dann bauen wir sie noch nicht und farmen uns erstmal wieder ein bisschen was. Den Krieg, den schaffen wir so auch. Habe ich das Gefühl. Und wenn nicht, dann halt nicht. Nö, genau. So, jetzt lagern wir aber nochmal ganz kurz ein. Wer weiß, vielleicht ist auch bald die Baumwolle hier fertig, ne? Das kann ja auch sein. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert. So, ich wollte mal kurz gucken, haben wir hier noch irgendwas, was wir... Ne, gibt noch nichts zum... Also wir können uns nochmal, oder sollten uns vielleicht nochmal ein bisschen Ungeziefersalbe herstellen. Das schadet nicht. Aber zum Heilen haben wir sonst noch nichts Neues, ne? Machen wir mal 10 Stück. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und hier schmeißen wir das da rein. Schmeißen wir rein. So, und dann geht das hier zurück. Ups. Zurück an den Absender. Und das geht hier rein. Und das geht ins Inventar. Und das geht hier rein. Wunderbar. Auf geht's zum Krieg. So, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich vermute mal, dass der auch in den Dunley Farmlands irgendwo ist. Wir haben hier... Irgendwo habe ich, glaube ich, gesehen... Er könnte bei der Opferstätte sein. Kurz mal gucken. Wo, Norden, sehr weit entfernt. Okay, dann ist er nicht bei der Opferstätte. Dann ist er irgendwo hier. Schauen wir mal. Hallo Pferd. Hoppla hopp. Auf geht's. Bevor wir verbrannt werden. Flatsch. Ist noch weit entfernt. Okay. Der Krieg ist noch weit entfernt. Kurz gucken. Ist er immer noch im Norden? Oh. Das ist so doof. Ja gut, aber wenn er weit entfernt ist... Und urplötzlich war er nah. Von weit entfernt zu nah ist offensichtlich in dem Spiel... 1 Zentimeter. Gut. Okay. Dann lassen wir das Pferdchen hier stehen. Da ist er. Wir haben gerade Bestie drauf. Erhöhter Sonnenwiderstand. Das bringt uns halt gar nichts, ne? Also wenn wir auf dem Weg irgendwas Cooles noch finden, dann wäre das super. Ansonsten... Ist der in der spukenden Eisenmine? Nee, ne? Nee. Ja, doch. Ach, du grüne Neune. Wir müssen in die spukende Eisenmine rein. Eieieiei. Das war ja letztes Mal schon so schön. Aber gut, da hatten wir auch noch schlechteres Equipment, ne? Also. Eieieiei. Was bist du eigentlich? Ich weiß es immer noch nicht. Du läufst, die läuft auch nicht vor uns weg, ne? Spannend. Gut. Ja, es hilft ja nichts, ne?
Es hilft ja nichts. Wir müssen es machen. Ob wir da jetzt Lust drauf haben oder nicht. Die Eisenmine ist unser Ziel. Und da brennt es schon wieder wunderbar. Weil diese blöden Milizlangbögen alles in die Luft jagen müssen. Au weh. Also ich sag's euch, wie es ist, ich habe eigentlich gar keine Lust auf den Krieg. Aber wer hat schon Lust auf Krieg, ne? Aber dann nehmen wir wenigstens noch ein bisschen Eisen mit. Au! So, Skelettkrieg. Oh Gott, da ist ja ein zweiter Boss auch noch. Da ist ja die... Die gute alte Meredith. Gut, das ging jetzt schnell. Ne? Aber die Meredith ist fast... Die Meredith ist fast tot. Das ist ja wunderbar. Oh weia. Gut, ich laufe mal wieder zurück. Ich hatte damit gerechnet. Ich hatte sehr stark damit gerechnet. Aber hilft ja nichts. So, wir sind wieder da. Hurra, hurra. Round 2. Fight. Vielleicht hängt die da noch rum jetzt, die Meredith. Das wäre super, aber... Nee. Aber Loot gibt's. Hahaha. So. Loot nehme ich mit. Gut. Schade, ich hatte die Hoffnung... Ich hatte die Hoffnung, die wäre noch da. Du, das wär's gewesen. Das wäre der absolute Hammer gewesen, wenn die noch da... Die ist ja schon wieder da. Aber die ist uns eine Nummer zu krass. Da ist der Krieg, der kämpft gerade gegen die Meredith. Hallo Krieg. Du hast gerade die Meredith besiegt, habe ich gesehen. Das ist ja wunderbar. Oh, du hast dieselben Skills wie ich. Das ist ja super. Dazu kann man denen eigentlich nur beglückwünschen, ne? Der macht quasi dasselbe wie ich. Lass mich mal kurz die Meredith schnappen. Danke. Hahaha, tust mir nix, tust mir nix, tust mir nix. Mistfink, ich hab einen Boss. Fang mich. Jo. Oh.
Den kriegen wir. Sag ich doch. Jawoll! Zwei Bosse wieder. Yes! Bam! Taste of knowledge. Vielleicht muss ich dann nie wieder hier rein. Außer zum Eisenfarmen. Ah, sehr schön. Sehr schön. 11 Minuten und der Krieg und die Meredith ist tot. Sind tot. Was hat uns... So, das war der Krieg. Sense uns... Vorsicht. Und... Himmel, Herrgott. Lass mich doch jetzt... War schon Stufe 50. Heilig Widerstandstrank und Sturmschleier. Sehr gut. Die haben aber gut abgeräumt. Ein bisschen sneaky. Aber... Ich glaube, wir sind der Schurke in dem ganzen Spektakel. Was? Du bist der Schurke als Vampir? Nein. Doch, meine Lieben, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind die Bösen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, wir sind die Bösen in dem Ganzen. Ich weiß, das ist hart. Das sind harte Wahrheiten, aber... Oh, gnadenlose Eisenarmbrust haben wir auch bekommen. Sehr gut. Ich weiß, es sind harte Wahrheiten, mit denen ich euch hier konfrontiere, aber ich glaube, es ist so. Ich glaube, dass wir die Bösen sind. Ich weiß schon, ihr habt euch das auch nicht gedacht. Ich weiß, ihr überlegt euch auch jetzt, ob ihr das noch weiter verfolgen wollt, das Projekt. Und ob ihr nicht vielleicht doch lieber ein Dislike geben solltet. Ja, das ist schon ziemlich fies, ne, was wir hier machen. Aber ich kann euch nur empfehlen, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Das lohnt sich immer. So, okay. Ich würde das gern wieder ausmachen. Kann man das nicht mal? Ja, doch. Okay. Also einer ist dabei, den wollen wir haben. Der ist nicht der Brüller. Das müsste... Ah ne, den haben wir schon... Den haben wir uns schon... Den haben wir leider schon erledigt, den anderen. Den wir wollten. Naja. Macht nix. Macht gar nix. Wir finden schon noch was. Schauen wir mal in die Milizbasis. Vielleicht finden wir ja da was. 40er Langbogen, das ist doch perfekt. Oh, 55er. Noch besser. Tut vielleicht ein bisschen weh, aber... So. Erledigt. Es ist Krieg, es ist Krieg. Oh Gottes Engel wäre. Und rede du da rein. Es ist Krieg. Und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. So. Vielleicht sind wir doch die Guten und die anderen sind alles einfach Heuchler. Das könnte auch sein. Da ist eine Supertruhe drin, die möchte ich haben. Schön wäre ja jetzt, wenn wir noch ein bisschen Glas bekommen würden, ne? Ich hab Glas, ich hab Glas, ich geb Gas, ich geb Gas. Ja gut, aber wenn wir es nicht bekommen, dann kriegen wir es halt nicht. Das ist jetzt... Ich werde jetzt nicht... traurig aufgeben mit dem Spiel. Wenn wir jetzt kein Glas bekommen. Eigentlich wollte ich ja... Oh Gott. Eigentlich... Oh, Baumwollsamen, die brauchen wir. Eigentlich wollte ich ja...
noch Baumwolle farmen gehen, aber das können wir uns jetzt abschminken, glaube ich, ne? Teppichrolle. Die nehmen wir mit. Das können wir uns mit dem Inventar so ziemlich abschminken. Ich meine, wir können Sachen rausschmeißen, ne? Aber die Höllenkriegstrompeten zum Beispiel, die können weg. Wie gesagt, ich wollte eigentlich... Oh Gott. Vielleicht bleiben wir einfach kurz mal hier. Nee, natürlich nicht. No risk, no fun. Auf geht's. Aber bevor wir jetzt... Schauen wir mal. Da, direkt um die Ecke ist noch eine Baumwollfarm. Ist ja hervorragend. Nein! Nein! Also, wir müssen die andere Richtung. Da müssen wir aber aufpassen, weil der ist auch gerade ein Boss gewesen, ne? Müssen wir echt... Das ist hier so ein bisschen gefährlich alles. So, das ist die Baumwollfarm. Hopp. Oh, heute ist Blutmond. Bringt uns nur leider nichts. Ich finde es doof, dass wir den Knoblauch nicht zerstören können. Das gefällt mir nicht. Hi, ich hätte gern ihre Baumwolle, Entschuldigung. Haben Sie Glas? Vampires! Jetzt machen mal ruhig. Machen Sie doch mal ruhig, die Herrschaften. Ich will Ihnen doch nur ein bisschen was tun. Gut, ich glaube, wir haben die geplündert, oder? Oh, Entschuldigung. Das war ein Versehen. Ich wollte nur nett sein. Ich wollte ihnen Fleisch am Speer anbieten. Das war ein Versehen. Das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Nächstes Mal. Nächstes Mal dann Fleisch am Speer, versprochen. Ne? So. Gut. Ab nach Hause. Zur Bredeljause. Gut. Los geht's. Was? Wer ist Schott? Hi. Ach so, da ist ja nochmal... Nee, 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 nee. Gott. Der Wald brennt schon wieder. Wir haben so viel Loot. Ich brauche gar nicht mehr. Ah, so ein Feuerwiderstandsgebräu wäre ganz spitze, ne? Das wäre geil. Naja, wird kommen. Kommt Zeit, kommt Loot. Alte bombardinische Bauernweisheit. Ich glaube, das ist jetzt übrigens ein anderes Pferd, aber es macht ja nichts. Wir wechseln die Pferde wie die Unterwäsche. So, rein in die gute Stube. Fangen wir gleich an. Baumwolle verarbeiten. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Dann können wir nämlich jetzt wirklich die Rüstung herstellen, die wir brauchen. Und hier haben wir natürlich auch wieder gut Zeug. Zack, zack. Ah, es tut mir so weh, dass wir die schöne Blutmondnacht nicht nutzen können. Aber gut. It is what it is. Hilft ja nichts. Wir müssen Rüstung herstellen. Rüstung geht vor Blutmond. So, was haben wir hier? Oh, Baleful Terror, das ist gut. Wenn ein verbündetes Skelett getroffen wird, explodiert es.
Das gefällt mir. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das... Ups. Entschuldigung. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das ausrüsten können. Ah, da. Da unten. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Cool. Läuft. Wir haben auch Knoblauchgestank an uns, ne? Das ist ja auch so eine Sache. So, Armleuchter. Das bin ich. Eindeutig. Und ein Blutrosengebräu. Was bringt uns das? Ah, 40% deiner maximalen Gesundheit. Das ist ja spitze. Das ist ja genau das, was wir wollten. Ja, traumhaft. Das brauchen wir nur noch mehr. Naja, haben wir. Jetzt haben wir unseren Heiltrank, Leute. So, tschüss. Verzieh dich. Ich brauch dich nimmer. Oh, und sieh mal einer an. Es gibt Pflänzchen. Ich mag das mit dem Schwert. Das ist sehr lustig. So. Genial. Ah, wir haben keine gefüllten Trinkschläuche mehr. Ja, gut, das macht ja nichts. Dann halt nicht. Ich wollte eh gerade mehr. Baumwollsamen pflanze ich jetzt nicht an. Habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Ich möchte mal viel lieber eine Rüstung bauen, eine neue. So. Guti. Dann schauen wir mal. Umhang gibt es jetzt auch, ne? Traumhaft. Traumhaft. Das ist alles dasselbe. Ich nehme den chemisch Getränkten wieder. Und schon mal den Hohlzahnbrustschutz. Und dann können wir hier nochmal, zack. Die Hose, die Stiefel und die Handschuhe. Ha, toll. So, das ist der neue Umhang. Sieht gut aus. Gut, das rödelt jetzt fröhlich vor sich hin. Die nächsten 5 Jahre. Achso. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Zack. Das wollte ich. Das wollte ich. So, wie schaut's aus? Haben wir alles? Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Kabimmel, kabammel, kabumm. Ich weiß nicht, ob wir anders ausschauen, aber wir sind stärker geworden. So viel steht fest. Jetzt haben wir 47er Gearscore. Das heißt, jetzt können wir die nächsten Gegner angehen. Oh, Gefängniszelle. Das ist gut. Und ich möchte auch mal gucken, haben wir irgendwo Handwerkstisch, Juwelierskammer? Ja. Die brauchen wir, die Gretel. Die Gretel. Die brauchen wir. Das wird die nächste sein. Unbedingt sogar. Weil damit können wir dann Glas herstellen. Oh, der ist auch gut. Bane. Menschenform. Schlitzer. Ach so, und was mir noch einfällt, wir haben ja noch die Sense, ne? Die Sense vom Krieg. Die Kriegssense sozusagen. Oh. Und theoretisch hätten wir auch noch das Eisengroßschwert. Das ist quasi der Ersatz für die Eisenaxt. Eieieiei. So schöne Sachen, die Kindern Freude machen. Ja, ich hätte schon ganz gern das, die Sense zumindest. Die möchte ich noch antesten schnell.
Sinse. Oh. Schaut eher aus wie so eine riesige Axt, ne? Aber... die kann man auch werfen. Wirf eine heulende Sense. Und mit Q kannst du sie schwingen. Oh. Ja, gegen Untote vor allem, ne? Gefällt mir. Ist gekauft. Wusch. Geil. Geil! Geil, 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 geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, meine Lieben, jetzt werde ich aber erstmal wieder einlagern müssen. Kommen wir leider nicht drum rum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit ganz vielen neuen Sachen, die Bombi Freude machen. Zwinker, zwinker. Gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Freue ich mich. Da weiß ich, ihr habt Bock auf das Projekt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Mit neuen Schandtaten. Ne? Genau. In diesem Sinne. Macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.